Für mich bedeutet Demokratie leben, dass wir jeden Tag uns damit auseinandersetzen, wie wir in einer friedlichen Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Demokratie bedeutet Klärung. Demokratie bedeutet, dass wir offen sprechen können. Anteil nehmen an dem, was passiert. Dass man akzeptiert wird, egal woher du kommst, egal welche Nationalität, welche Sprache du sprichst. Was mir total wichtig ist, nicht so immer zu sagen, die da oben, oder diese Haltung zu haben, wir können ja doch nichts machen, ne? Wir können was machen. Wenn jeder da anfängt in seinem ganz kleinen Umfeld, dann kann man was verändern. Bei manchen Richtungen wird es immer rechter, da wird Demokratie in Frage gestellt. Und wenn das nicht weiter gefördert wird durch solche Projekte, dann könnten wir in Schwierigkeiten geraten, würde ich sagen. Unsere Demokratie muss jeden Tag neu mit Leben gefüllt werden. Sie braucht Menschen, die demokratische Kultur leben, sie erhalten und gestalten. Um diese Menschen zu stärken, gibt es das Bundesprogramm Demokratie leben. Das Programm unterstützt Projekte auf lokaler Ebene, die sich für demokratische Werte, Toleranz und gegen Extremismus einsetzen. Für diesen Zweck wurden in Hamburg lokale Partnerschaften für Demokratie gegründet. Diese bieten finanzielle Mittel und Ressourcen, um Projektideen aus den Stadtteilen zu fördern, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren. Drei Beispiele. Okay, ich bin etwas nervös. Mein bester Freund aus der gleichen Siedlung. Wir versahen uns auch bei der Schuleinführung. Durch das Schreiben und das Rappen kann ich halt Sachen zum Ausdruck bringen, wo die ich mir sonst nicht traue, weil ich halt eine introvertierte Person bin. War ich der Nächste, doch der bis Klasse 4 überlebte. Unartig ist ein Magazin von jungen Menschen für alle Menschen, die sich jung fühlen. Unartig ist ein Projekt vom Kulturwohnzimmer aus und wir arbeiten im Stadtraum Hamburg-Harburg. Wir sind darauf gekommen, weil wir selbst gefragt worden sind von der Politik oder von Menschen aus dem Stadtraum, die älter sind als wir. Was macht die Jugend eigentlich? Und dann haben wir gesagt, das können wir gar nicht sagen, wir müssen die Jugend selbst befragen. Und deswegen haben wir ein Format entwickelt, um jungen Menschen im Stadtraum eine Stimme zu geben, um zu hören, was sie für Fragen an die ältere Generation haben und um einen Dialog zu schaffen zwischen Jung und Alt. Also es beginnt bei regelmäßigen Redaktionssitzungen, der Themenfindung. Dann gewinnen wir erste AutorInnen über Instagram, begleiten die dann oder geben auch Schreibworkshops. Und am Ende wird gesammelt, reduziert und versucht, ein Narrativ für das ganze Magazin zu entwickeln. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, hast du schon jemals irgendwas gelesen, wo du dich wiedergefunden hast? Nee, nicht wirklich. Ja, aber dann ist es ja noch wichtiger, dass du schreibst. Ja. Also, dass du dich ausdrückst. Weil wenn du dich selber in anderen Texten und anderen Stimmen nicht siehst, dann ist deine Stimme scheinbar noch nicht da. Wahrscheinlich. Voll gut. Deine Fragen bereichern auch unartig. Alle Themen, die du sagst, sind total wichtig. Und das, was du letztes Mal geschrieben hast über Körperbilder, das ist genauso relevant für ältere Menschen wie für junge Menschen. Und das finde ich interessant. Also ich freue mich, wenn es Leuten hilft. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache es erreicht die Leute, die es wirklich brauchen. Also unartig passt super zu den lokalen Partnerschaften für Demokratie, weil wir uns mit kreativen Methoden dem Ziel widmen, soziale Barrieren abzubauen, eine gemeinsame Kultur zu schaffen, Diversität als Potenzial sichtbar zu machen und Unterschiede im gemeinsamen Wirken in den Hintergrund treten zu lassen. Das Projekt Faces for the Names ist eigentlich eine Ansammlung von verschiedenen Projekten und die Möglichkeit, allen nochmal Raum zu geben, sich zu beteiligen. Wir haben verschiedene Erfahrungen gesammelt mit anderen Gruppen zum Thema Gedenken und haben das zusammengebracht. Und so sind dann Jugendliche aus verschiedenen Foren zusammengekommen und haben mit dem gearbeitet, was sie schon mal gemacht haben. Und dieses mit dieser neuen Umgangsform, mit diesen Projektionen verbunden. Das heißt, die ganzen Textschnipsel, die ganzen Recherchen, die gemacht wurden, haben die Jugendlichen nun durch diese Projektion und gleichzeitige performativen Elemente in die Öffentlichkeit gebracht. Also wirklich den November genutzt, um das Gedenken nochmal wirklich in die Stadt zu bringen. Eine sehr gute Initiative, sehr gute Idee,
die man nicht nur redet, sondern man tut etwas. Wir haben hier junge Leute, die haben das in der Schule gelernt und jetzt wird auch in den Straßen gemacht, wird auch bei den Menschen erweckt die Frage, was ist hier los, was ist passiert, mit der Hoffnung, das unterstützt. Ich denke, es ist ganz wichtig, das sichtbar zu machen und auch mit Jugendlichen dazu zu arbeiten, dass sie sich damit beschäftigen, mit dem Thema. Was macht das mit dir? Was macht das mit uns, wenn wir betroffen sind von Rassismus und über Rassismus sprechen? Was ist mit dem NSU? Und was ist mit den Opfern der NSU? Ich würde mir noch sehr viel mehr wünschen, dass Menschen, die eben nicht betroffen sind, auch sichtbar, hörbar, sich damit auseinandersetzen und sich als Verbündete eben an die Seite stellen von Menschen, die das traumatisiert einfach. Wenn wir ertragen, Kinder leiden zu sehen, dann sind wir keine Menschen mehr. Das sind halt sehr viele Emotionen, die sich da halt anstauen und da kommt auch sehr viel Stolz mit dazu, dass wir, meine Klasse, meine Freunde, meine Schule geschafft haben, in Hamburg etwas zu bewegen. Wir haben endlich unsere Stimmen genutzt und haben gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, auch in die Vergangenheit zu schauen, die Dinge, die passiert sind, auch nochmal vorzuzeigen den Menschen, damit solche Fehler einfach nicht nochmal passieren. Ich komme hier jeden zweiten Mittwoch. Wir haben eine Treff für Frauen. Wir treffen zusammen, unterhalten und Diskussionen. Und ich finde, das ist gut, wenn internationale Frauen treffen und spenden der Freizeit. Manche ganz alleine, keine Bruder, Vater, Mutter, alles lassen. Und hier ist so, denkt man, hat keine. Aber jetzt, viele hier zusammen, jetzt wie eine Familie geworden. Das ist egal, dass von welchem Land, schwarz oder weiß. Jemand zu finden wie Pavana, die seit 1,5 Jahren diese Gruppe leitet. Und da sehen wir, welchen Mehrwert diese Gruppe auch für den Stadtteil hat, dass wir die auch erreicht haben, diese Community. Und dann diese demokratische Zusammenleben. Wo kann ich mich dann einbringen in den Stadtteil, wo ich wohne? Die engagieren sich auch ehrenamtlich, wenn was im Stadtteil sein soll. Und das ist einfach diese Erreichbarkeit von dieser Community. Sehr toll. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt läuft. Heute ist mein erstes Mal und jetzt habe ich eine viele gute Networking mit anderen Frauen auch. Sie haben mich richtig geholfen. Wie kann ich finde meine Ideen und wenn ich möchte ein etwas fragen, ich bekomme eine schnelle Antwort von dieser Frauen. Hier ist Demokratie. Wir können Frauen viele, das manche denken, das ist wie Heimat, das dürfen Frauen nicht, aber hier dürfen Frauen viele machen. Mit vielen weiteren Projekten haben Hamburgs Partnerschaften für Demokratie dazu beigetragen, das Bewusstsein für demokratische Werte zu stärken, die Zivilgesellschaft zu mobilisieren und Gemeinschaften in den Stadtteilen zu fördern. Was braucht es in Zukunft, damit die Partnerschaften weiterhin Früchte tragen können? Ich wünsche mir eine Neuauflage der Förderung und des Projektes, weil ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen wir das mehr denn je wieder brauchen, dass an der Basis demokratischer Aushandlungsprozesse geübt werden und gelernt werden und kommuniziert werden. Und das ist eigentlich rein ehrenamtlich nicht zu leisten. Zivilgesellschaft kann nicht sozusagen ohne weitere professionelle Unterstützung agieren. Die Partnerschaften haben hier ganz viel in Rissen mit angeschoben. Es hat ja Diskussionsveranstaltungen gegeben, es gibt Flohmärkte, es gibt Begegnungsmöglichkeiten. Es gab lange ein Jugendprojekt und es gibt eben hier dieses Flaggschiff Sommerfest. Und es ist notwendig, dass sowas weiter Bestand haben kann. Das kann sich nicht aus sich heraus alleine finanzieren. Wir haben tatsächlich in dieser Demokratie wahnsinnig viele Möglichkeiten, uns selbst einzubringen. Und dafür steht dieses Programm. Und ich hoffe, dass das mit dem Demokratiefördergesetz, was ja in der Diskussion ist in unserer Bundesregierung, dass wir damit da wirklich auch nochmal eine Stärkung kriegen, dass sowas tatsächlich auch ermöglicht werden kann. Weil es ist immer schön zu sagen, die Zivilgesellschaft kann mal und die müssen ja nur mal. Es braucht auch immer Leute wie uns, die die Zivilgesellschaft einladen und die zeigen, wo kann ich denn, wo darf ich denn, wie viel Einfluss habe ich denn an welcher Stelle. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass mehr Menschen aufmerksam werden, dass mehr Menschen die Nachrichten befolgen, dass viel mehr Menschen sich mit ihrer Religion befassen, dass sie die Religion besser kennenlernen und nicht immer Vorurteile haben. Wir müssen einfach nur tolerant sein und jeden so akzeptieren, wie er ist und gemeinsam dafür sorgen, dass Frieden herrscht. Das heißt, wir haben noch viel zu tun.